Hantai wie und herzlich willkommen zurück zu Sims 2 und dem Leben der Bella Grusel. Ja, unsere liebe Bella, sie ist jetzt 68 Tage Strich Jahre alt, und sie hat nicht mehr lange zu leben, vermute ich mal. Also ihre Laufbahn ist wohl bald zu Ende, weil es ist nur noch ganz wenig. Und schauen wir mal, ob heute der Tag ist, an dem der Sensemann kommt. Naja, gut, auf jeden Fall gehe ich mit ihr nochmal ein Sprudelbad nehmen. Und ja, lassen wir erstmal. Die anderen sind auch alle da. Okay. Lutz, der schläft gerade. Dann muss der eigentlich wieder zur Arbeit. Ach nee, der hat ja jetzt 4 Tage frei. Dann Nervus, unser zweiter Ehemann, der kann jetzt mal langsam aufstehen. Du darfst mal hier. Kannst dich umziehen und guck mal, was im Kühlschrank momentan ist. Ich weiß. Ah, nee, warte, hier steht doch noch was. Das kannst du mal essen. So, dann unser Egon. Der ist wahrscheinlich irgendwo oben. Ach, der geigt momentan. Okay. Lass ich mal weiter geigen. Und der Kurt, der ist draußen noch und schwimmt. Wobei. Ja, ein bisschen lasse ich ihn noch schwimmen, weil der auch gleich Hunger hat. Und die Tamara, die ist ja schwanger. Die schläft noch, aber auch da, die darf auch mal bald aufwachen. Und unsere Belinda, die hat momentan noch das Date. Date mit Rolfi Ruf. Und da gucken wir mal, was möchte er denn mit Belinda spielen? Kissenschlacht und von Belinda gekitzelt werden. Okay. So, oh, was ist, kommt da? Tamara verliert Begeisterung für Bastelarbeiten, für die Natur und für Film und Literatur. Meine Güte, die Arme. Ja. Okay, so, jetzt schauen wir mal hier. Spielen. Wo habe ich es denn? Spielen, spielen, spielen. Da. Ich kann momentan ihn nicht kitzeln und ich kann auch keine Kissenschlacht machen. Aber einfach nur spielen zumindest. Das können wir mal. So ein bisschen Wasserschlacht. Also ich muss sagen, er würde rein optisch sehr gut zu ihr passen. Finde ich. Also Rolfi Hof. Im Grunde viel besser als dieser Ibrahim Kowalski. Ja, weil er ihr doch schon so, ich sag mal, rein äußerlich so ein bisschen ähnelt. Und hat auch 3 Blitze. Aber wir könnten ihn ja auch mal was fragen. Wartet mal. Oh, sie ist auch noch da, unsere Heiratsvermittlerin. Warte mal, Fragen, Fragen. Wo haben wir denn? Fragen, da. Nach Interessen fragen. Was könnte ich denn noch was? Fe nach Fähigkeiten fragen. Das können wir auch mal. Unsere Zeit läuft ab, aber okay, ja, das kriegen wir auch noch hin. So, ich gucke aber nochmal nach Bella, weil es ist 17:47 Uhr. Sie ist hier mit ihrem neuen Ehemann. Den darfst du nochmal küssen. Hier, warte, nochmal küssen. Ich wollte nochmal gerade ein Bild machen. Ich finde es ja richtig schön, dass die zwei sich dann nochmal gefunden haben. Ja. Oh nein! Nein, 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 nein! Und da ist er schon, unser Sensemann und die Hulas. Also hier hinten ist auch nochmal eine Hula. Und das war's mit Bella. Sie holt ihren Koffer und ja. Und alle weinen sie. 11 Personen werden begünstigt. Belinda bekommt. Der Ehepartner Nervus, Moment mal. Nervus bekommt auch als Partner angesehen. Egon, Timo, Maxim, ja. Also 11 Personen sind begünstigt. Rolfi Hof sagt noch, es war so ein langweiliges Date. Naja, gut. Oh, wir haben Winter. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Es schneit. Und Nervus ist wieder zum zweiten Mal Witwer geworden. Der arme Mann. Und das war es mit dem Bella. Ja, also ich muss dir im Endeffekt jetzt dann quasi das hier umbenennen und muss sagen, das Leben der Ahnen von Bella Grusel oder so ähnlich. Was natürlich hauptsächlich Belinda ist. Also sie ist somit jetzt unser Hauptpart geworden. Und hier ist nochmal Egon, der auch um Bella weint.
Das ging jetzt richtig, richtig schnell. Ich habe das gar nicht so mitbekommen. Oh, jetzt gab es Geld. Ganz viel. Ich habe jetzt gar nicht so alles mitbekommen. Und, ja, unsere Belinda, die also in 3 Tagen erwachsen wird. Mit ihr werde ich, also, ja, wir werden mal schauen, wen sie denn dann wählen wird oder was sie... Sie hat ja auch Romantik, die Laufbahnromantik. Und möchte aber die Sportlerkarriere machen. Achso, da wollte ich doch eigentlich mal schauen, ob du nicht schon mal einen Job annehmen kannst. Das könnten wir doch direkt nochmal gucken. Warum bin ich denn jetzt hier oben? Wo ist denn Tamara eigentlich? Ah, da. Tamara? Hey, Tamara, kann ich kurz sprechen? Ja, meinetwegen. Und du gehst mal dringendst an den Kühlschrank. Mann, oh Mann. Das ging jetzt echt, echt richtig flott. Ich muss mal gerade gucken. Habe ich denn jetzt auch Bilder noch gefunden? Also noch gemacht von ihr? Ja, so halbwegs. Ja, okay. Hier ist so noch von dem Bella mit dem Sensemann. Na gut. Das heißt nun auch leider für Nervus, der ja jetzt auch Grusel heißt. Ne? Das finde ich eigentlich ganz witzig, dass er jetzt auch im Grusel heißt. Er wird noch ein paar Tage leben. Und er darf hier noch ein bisschen bleiben. Jo. So, ich weiß noch gar nicht, was ich mit Kurt eigentlich anfangen möchte, muss ich gestehen. Ob er jetzt auch noch heiraten soll. Weil dann wird es im Grunde wieder zu viel mit 3 Erwachsenen, 3 Ehepartner. Das sind ja schon 6. Und dann haben wir nicht mehr so viel für die Kinder. Und ich denke, deswegen werde ich Kurt dann erstmal auch nicht verheiraten. Der darf so sein Leben hier. Was ist das nochmal? Das ist Ruf oder ist das Spaß? Ich weiß es schon wieder nicht mehr. Da, Spaß. Genau, also er darf hier ein bisschen Spaß haben. Und, oh ja, wir haben hier ein Zimmer frei. Eigentlich könnten wir das oder auch das obige Zimmer ja jetzt im Grunde nutzen. Aber ich werde das hier oben nehmen. Also ich werde jetzt den... Oh, du bist auf die Arbeit. Das ist aber sehr nett. So. Tamara. Tamara. Ja. Du solltest vielleicht auch nochmal was essen. Habe ich nicht gesagt, sie sollte was essen? Doch, ne? Sie hat auch ein bisschen was gegessen, aber nicht so viel. So, Nervus, was ist mit dir? Warum machst du deinen Magen? Hier, das, da kannst du einmal aufwischen. Und... So... Also, Lutz fliegt hier draußen mit Belinda. Und der Rolfi ist immer noch da. Ja, Rolf, der ist immer noch da. Und komm, wir machen mal irgendwie was mit ihm. Wir umarmen ihn mal und reden oder hängen mal ab. Also, ich möchte mich einfach mal ein bisschen besser mit ihm irgendwie befreunden. Mensch, Belinda, ich muss mal ein bisschen mehr auf dich achten. Und unser lieber Kurt, also den werde ich jetzt definitiv... Was gibt's zu essen, Tamara? Wo ist sie denn schon wieder? Da... So, Kurt, hol dir auch mal was zu essen. Und nachdem du gegessen hast, gehst du mal direkt ins Bad. Und, das hier noch sauber machen. Wer ist denn das? Ach, der Nervus ist... Ist hier faulenzen quasi. So, du kannst eigentlich noch mal ein bisschen Fernsehen vielleicht. Und mit dir... Ich glaube, in der Zone war ich mit dir noch nicht. Sport. Oh, Sport finde ich echt schwierig hochzuleveln, muss ich gestehen. Voll schwer. Also mir fällt es echt total schwer. So, Tamara. Du kannst dann Babys bekommen. Haha. Also wir sind jetzt zu 6. Das heißt, also 2 können theoretisch noch da sein. Das heißt, jetzt erstmal bekommt ihr ein Baby oder ein Kind. Hoffe ich mal. Und dann schauen wir mal weiter. Also Lutz wird ja auch nicht ewig, sage ich mal, da sein. Und Belinda bekommt dann noch einen Mann. Und Mahlzeit. Und irgendwann wird Nervus ja dann auch gehen. Und dann haben wir im Grunde also 2, 3, 4, 5 Erwachsene und können theoretisch 3 Kinder dann
erst einmal hier reinbekommen. Ich denke, das ist soweit okay. Wer dann die Kinder hat, schauen wir mal. Es schneit. Guck mal, es schneit sowas von dolle. Ich habe das gar nicht mitbekommen, dass wir quasi... Ja, es schneit. Hier, häng doch mal mit ihm. Warum kann ich jetzt nicht mehr mit ihm abhängen? Vorhin war das doch. Naja, gut. Wertschätzen, bewundern. Spielen. Jetzt guck mal, Schneeballschlacht könnten wir noch machen. So. Lutz. Lutz, es ist total irgendwie... Also, du bist... Keine niedrige Preiswein macht doch einen kleinen Verlust. Ja, gut, okay. Du stehst im... Du sitzt eigentlich im Schnee. Das finde ich nicht so prickelnd. Ehrlich. Komm, geh mal rein und nimm mal ein Sprudelbad. Und, keine Ahnung. So, ich muss gestehen, mit dem Nervus weiß ich nicht so ganz genau, was ich eigentlich anfangen soll. Du kannst hier vielleicht mal die Dinger da pflegen. Hier. Und dann pflegen da. Ich habe irgendwo oben auch nochmal solche stehen, gell? Die kann das Teil hier da, das kann ich verkaufen, kommt. Es gibt zwar nichts, aber ich brauche es auch nicht. So, jetzt warten wir auf jeden Fall erstmal aufs Baby. Das finde ich ganz, ganz berauschend cool. Belinda hat auch erst noch Hunger. Einmal Reste nehmen und... Ja. Benutzen. So, ich muss auch nochmal gucken. Haben wir eigentlich Nervus schon gemalt? Wir haben Nervus noch gar nicht gemalt. Oder? Der hängt noch nicht hier. Den habe ich total vergessen. Wie, Bild verschwinden lassen? Belinda hat ihn doch gemalt. Ach nee. Ach, das finde ich jetzt... Oh nö. Oder weil er nicht da ist. Ich denke, weil er nicht da ist, oder? Warum habe ich Nervus nicht gemalt? Seltsam. Okay, wartet mal. Ich kaufe nochmal ein neues. So. Das können wir auch ruhig mal eigentlich da reinmachen. Und dann sage ich dem Lutz nämlich gleich mal, Porträt malen, den Nervus. Den habe ich irgendwie total vergessen. So, du darfst jetzt gerade mal hier gehen. Ah, ihr zwei befreundet euch mal so ein bisschen. Das finde ich aber auch schön. Hier, ihr könntet mal ein bisschen abhängen. Wie gut? Naja, gut. Noch nicht wirklich gut. Und Kurt mag sie auch nicht so ganz. So, oh Gott, guckt mal das Gesicht. Ja, so will ich dich eigentlich nicht. Warte mal, wir müssen mal kurz weitermachen. Guck mal normal, bitte. Ach nein, nicht so traurig gucken. Warte mal. Nervus. Mach mal, lach mal. Komm, wir können dich doch nicht so malen. Mach mal ein schönes Gesicht. Ja, nochmal. Zumindest. Wenn jetzt auch nicht lachen tut, aber... So. Einmal. Und, ja. Jetzt wird er zumindest auch mal gemalt. So, Lutz hat also was zu tun mit Nervus und Kurt und Tamara. Die hängen gerade hier ab, so über die Theke wieder hinweg. Und Belinda. Ja, Belinda, ach guck mal, du kannst oder musst noch Hausaufgaben machen. Dann schicke ich dich mal hier hin zum Hausaufgaben machen. So. Okay. So, Lutz. Ist dann weiter. Wann kommt denn Ego nach Hause? Um 2. Also, ich spule mal kurz ein bisschen vor. Dann kommt nämlich Ego zumindest nach Hause. 2333 verdient. Und habe ich eigentlich das hier auch schon rausgeholt? Ja, ne? Ich denke mal. Ich weiß es gar nicht. Tamara hatte wahrscheinlich noch gar nie was. Ach, und Belinda, ich wollte doch mit dir... Oh Mann, ich wollte doch mit dir noch nach einem Job suchen. Komm, das mache ich jetzt gerade nochmal. Ich schicke dich nochmal gerade runter. Und... Jop.
braucht ein bisschen zu malen. Egon, was machst du noch drauf? Oh, okay. Nero begrüßen. Yay, wir begrüßen mal den Hund. Theoretisch würde natürlich noch so ein Tier eigentlich hier fehlen. Ja, wenn ihr mögt, könnt ihr mal noch sagen, sollen wir uns ein Tier vielleicht hier anschaffen? Wenn ja, eher sollen wir einen Hund oder eine Katze adoptieren und ja, also Abenteuer weitersuchen. Egon, denke ich, mag diesen Hund gerade auch so ein bisschen. Unterhaltung? Nö. Sport will sie haben. Was hast du denn an deiner Hand, sag mal? Verbrecher? Nein. Warte mal, ich möchte mal gerade... Komm schon. Die sieht so... so roboterartig aus. Das hat er wahrscheinlich so vom Labor oder so. Ich meine, er sieht ja sowieso sehr interessant aus. Okay, jetzt kommt, wie heißt er denn? Nero gerade mit? Oh Gott, wie süß. Aber er ist ein Werwolf, schätze ich mal, mit den Augen. Aber okay. Jetzt darf er natürlich reinkommen. Oh, nein! Warte mal. Oh, ich kann ihn noch nicht mal anschreien. Komm, so. Ich schreie ihn jetzt an. Ich kann ihn noch nicht mal ausschimpfen, weil er die Möbel hier kaputt macht. Moment, hier. Vergiss es. Hör auf. Lass das. Jetzt geht er gleich auf die Couch, oder? Na? Nicht? Es gibt gleich Minus. Genau. So, aber ich mache jetzt nochmal. Ich streichle ihn trotzdem nochmal. Und Belinda, du darfst nochmal hochgehen und deine Hausaufgaben weitermachen. Einmal Hausaufgaben machen und dann schlafen. So, ich gucke jetzt nochmal eine kurze Runde. Ihr zwei seid immer noch dort unten und ja, erste Bilder. Ja. Und Egon, der ist hier. Komm, dann verjagen wir ihn. Anschreien und Tier verjagen. Weil das ist echt, was ich überhaupt nicht mag. Wenn die Möbel kaputt machen hier. Ja, das kostet immer Geld. So, ihr zwei. Oh, dann... Du hörst mal auf und dann isst du noch mal was. Und danach kannst du ins Bett gehen. So, und Tamara? Oh, Tamara. Komm, du hörst auch auf und gehst nochmal auf die Toilette. Dann nimmst du auch noch mal was raus. Und dann kannst du eigentlich auch dann ins Bett. So. Hey, you. Ja, ihr seid verheiratet, das könnt ihr schon machen. So, ich sage jetzt erstmal ein Tschüss und Goodbye und ja, das war's in dem Sinne mit dem Leben der Bella Grusel, weil Bella Grusel ist nicht mehr am Leben. Und, aber halt, da wollte ich gar nicht hin, ich wollte zu ihr. Aber unsere liebe Bella und, ja, unsere liebe Bella hat eine Tochter hinterlassen, nämlich die Belinda. Und deswegen können wir jetzt wirklich so weiterspielen. Die Ahnen von Bella Grusel. Ich sag ein Tschüss und Goodbye. Bis zum nächsten Mal. Eure Saki Naida. Ciao, ciao.